bin Leon Hartneck, 21 Jahre alt und mache hier gerade meine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Für die Ausbildung braucht man zum Beispiel Fähigkeiten wie räumliches Vorstellungsvermögen, auf jeden Fall Pünktlichkeit. Für die Fachkraft für Lagerlogistik braucht man einen guten Hauptschulabschluss oder einen Realschulabschluss. Wir hatten zwei feste Berufsschultage. Da habe ich die meisten Teil Theorie beigebracht bekommen. Und dann halt noch ganz normal im Betrieb die praktische Erfahrung. Die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik braucht 3 Jahre. Im Anschluss kann man noch den Meister machen. Eine Fachkraft für Lagerlogistik tut kommissionieren, verpacken, Ware vom Wareneingang kontrollieren. Die Arbeit am AKL, unserem automatischen Kleinteillager, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da es immer verschiedene Arbeitsbereiche zu versorgen gibt. Und man macht in der Schule eine Zwischenprüfung und zum Ende des Schuljahres eine Abschlussprüfung. Man muss natürlich auch noch einen Berichtsheft schreiben, was Pflicht ist. Das Arbeitsklima ist hervorragend. Die Kollegen, es macht einfach Spaß. Mein Tipp an euch, wenn ihr diesen Beruf wählt, macht vorher am besten ein Praktikum. Es lohnt sich auf jeden Fall.